Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Schönen guten Tag. Und Christian Alner. Willkommen. Unser heutiges Thema ist das Metaverse. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 73 der Online-Geister. Diesmal wieder aus dem Studio im wunderschönen Halle an der Saale. Und wir kommen gleich zum Thema. Online-Geister. Thema der Sendung. Man kann nirgends mehr hin. Nirgends. Außer in die Oasis. Nur hier habe ich das Gefühl, dass ich was wert bin. Eine Welt, in der die Grenze der Realität deine eigene Fantasie ist. Das war eine Szene aus dem Trailer für den Film Ready Player One von 2018 und der beschäftigt sich mit einem ja möglichen Metaverse, was bei uns ja auch das Thema ist. Die Oasis, man kann einsteigen, man ist drin und hat eine Welt neben der Welt, wo alles, was in der Realwelt möglich ist, möglich sein soll und aber auch noch viel, viel mehr. Genau, ein im Film virtuelles Universum, in dem man Spiele spielen kann, indem man reale Welten simulieren kann, indem man auch künstliche, fiktive Welten simulieren kann. Viele verschiedene Spiele spielen kann, aber auch viele Dinge besitzen kann, um sie sich anzusehen, um damit anzugeben. Und das und noch viel mehr, so die Idee der Erfinder und des Konzeptes, das möchte eben das Metaverse oder auf Deutsch das Metaversum sein. Genau. Der Begriff Metaverse wurde zuletzt von Facebook populär gemacht, da sie sich ja auch umbenannt haben in Meta, das wird ihr neues Hauptding werden. Aber auch Epic will schon länger ins Metaverse-Geschäft einsteigen, zusammen mit Sony und Lego. Die haben sich da in Legos Mutterhaus in Kirkeby im April 2022 Geld besorgt, $2 Milliarden. Und das formulierte Ziel ist es, ein kinderfreundliches Metaverse zu bauen. Epic hat ja so ein bisschen Grundstock gelegt mit Fortnite, das ja so als kindgerechtes, in Anführungszeichen, Ballerspiel angefangen hat und jetzt aber auch ja einen ganzen Haufen anderer Dinge bietet, unter anderem Konzerte, wir haben damals berichtet, die man sich online auf einer fiktiven, auf einer virtuellen Bühne ansehen konnte. Genau, das war vor allem während der Corona-Pandemie gewesen, als draußen überall Lockdowns waren. Da wurde dann eine fiktive Insel innerhalb der Spieleumgebung von Fortnite, das sogenannte Port Royal, aufgemacht und da waren zum Beispiel keine Waffen erlaubt, also dieser Shooter-Style, den dieses Spiel normalerweise darstellt, der wurde dort halt eben zugunsten einer ja eigentlich Simulation abgelegt, wo es auch zum Beispiel Sänger, Künstler gab, die haben Konzerte veranstaltet und das sind auch schon so diese ersten Anklänge dessen, was eben das Metaverse sein möchte, eben ein virtuelles Universum. Fortnite ist da das populärste und bei Kindern und Jugendlichen beliebteste Beispiel, aber auch andere Spiele wie zum Beispiel Rust machen was Ähnliches, indem sie eine Überlebenssimulation darstellen, wo man aber auch Bühnen bauen kann und Voice-Chat machen kann, aber eben auch Roblox ist ein Videospiel, was es UserInnen ermöglicht, eigene Videospiele zu entwickeln, ist auch bei Kindern größer als man denkt, also ich habe da jahrelang nichts von erfahren. Gibt es übrigens schon seit 2006, kommt ursprünglich aus den USA und mittlerweile haben die auch sogar eine eigene virtuelle Währung, verschiedene Vernetzungs- und Aktionsmöglichkeiten. Ein älterer Vertreter ist dann noch Second Life. Ja, wieso? Bei einem kindgerechten Metaverse-Spiel oder ja Programm eigene Währung problematisch sind, ist nochmal ein Thema für eine eigene Sendung. Aber ja, Second Life ist, glaube ich, den meisten immer noch auch noch ein Begriff. Seit 2003 können dort UserInnen in der virtuellen Welt ihr zweites Leben, also ihr Second Life, ausbauen. Und vor allem unter deutschen NutzerInnen orientiert sich die Spielewelt teils stark an der Realität. Daneben gibt es auch noch neuere Entwicklungen, zum Beispiel Decentraland. Das wurde von zwei Argentiniern im Jahr 2015 als so eine Virtual Reality Plattform gegründet. Und da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeiten, sich ja virtuelle Immobilien via NFTs, die Begriffe und sowas erklären wir gleich nochmal kurz, zu kaufen, die mit Kryptowährungen zu bezahlen. Es gibt auch dort Musikfestivals und so weiter und so fort, auch ein anderer Ansatz, das nennt sich einfach Sandbox, soll halt auch, war ursprünglich ein Videospiel gewesen, das halt eben mittlerweile auch um so Metaverse-Funktionen erweitert wurde, wie halt eben Kryptowährungen und auch Partnerschaften mit zum Beispiel Künstlern, Unternehmen, die halt dann eben in dieser virtuellen Welt, in diesem Kosmos halt aktiv sind, zum Beispiel halt auch Läden aufmachen, wo man Dinge virtuell kaufen kann und virtuell besitzen kann.
Ja, und eben auf diesem Vorbild von, wir haben es im Trailer gehört, Ready Player One, der Oasis, aber auch eine Art freiwilligen Matrix, also wir stipseln uns irgendwo rein und sind in einer Welt, wo nicht alles echt ist, aber auch zahlreiche andere Romane, Videospiele, Animes, gibt es inzwischen ein paar hundert, Sword Art Online dürfte der bekannteste sein, eine ganze Spielwelt, wo man sich einfach einklinkt und komplett drin ist, die werden jetzt langsam Stück für Stück eben real, an dieser Beispiel, die wir eben genannt haben. Und wie so häufig, die medialen Vorbilder werden dann ja meistens zwar nach der Realität geformt, aber die Realität kommt dann auch irgendwann nach. Es gibt ja auch zum Beispiel für die alten Star Trek Fans das Holodeck, wo ja auch Simulationen geschaffen werden können. Das wurde ja auch schon in den 80er Jahren zusammen mit Tablet und anderen Anwendungen erstmal in halt TV-Serien, Filmen etc. verwendet und findet sich jetzt einfach, weil die reale Technik langsam mit der fiktiven Filmtechnik da auch gleichziehen kann, immer häufiger in der Realität. Aber kurz zum Begriff Metaverse, also eben ein Meta-Universum, das ist relativ simpel. Da gibt es einmal diesen englischen Metaverse-Begriff, die deutsche Übersetzung einfach Metaversum, so weit, so simpel. Also Verse von Universe, genau. Universum. Und das ist zurückgehend auf den 1992 erschienenen Roman Snow Crash. Darin hat der Autor Neal Stephenson diesen Begriff erstmals gebraucht. Und sehr viele, vor allem Leute aus dem Silicon Valley und so dem Tech-Bereichen in der Welt, haben sich einfach dieses Konzept auch ein bisschen als Vorbild genommen. Und 2021 im Oktober, als sich das Unternehmen Facebook eben in Meta umbenannt hat, wurde halt auch der Begriff vor allem in so einem größeren Kontext auch populärer. Ich habe da selbst mal recherchiert. Es gibt bei Google Trends halt eine Übersicht über seit 2004 durchgeführte Suchanfragen bei Google. Und der Begriff Metaverse ist zwar auch vorher so ein bisschen kursiert, aber halt wirklich extremst steil gegangen im Oktober 2021. Also vorher maximal ein Fachbegriff, der auch wirklich nur in Fachkreisen kursierte. Inzwischen, zumindest als Begriff, hat man auf jeden Fall schon mal davon gehört. Aber ich habe auch mit zum Beispiel jüngeren Studierenden so irgendwas Anfang, Mitte 20 gesprochen. Begriff hat man halt auch dort schon mal gehört, aber mit dem Konzept selbst kann man eben nicht wirklich was anfangen. Das hatten wir jetzt aber gerade schon mal grob erklärt. Genau, es ist immer noch sehr vage, weil so viele verschiedene Dinge als Metaverse gesehen werden können. Das stimmt, und es gibt auch sehr viele andere Begriffe, Konzepte, da müssen wir jetzt auch richtig tief in die Welt des Internets eintauchen, was halt einfach im Kontext da mit auftaucht. Also was wie Kryptowährungen, Coins, Tokens, Blockchains, NFTs etc. pp. Die tauchen halt alle im Kontext mit Metaverse auf, sind manchmal auch schon in einer sinnvollen Logik umgesetzt worden, aber häufig sind es einfach nur, es sind schöne Buzzwords, es sind nette Schlagworte, die halt irgendwie cool klingen, weil auch keiner so wirklich was damit anfangen kann und deswegen kursieren die halt einfach sogenannte Teflon-Wörter, an denen nichts wirklich haften bleibt. In den letzten fast schon Jahren kann man sagen, hauptsächlich benutzt zum Investieren. Leute, die das schlauer rangegangen sind, haben sehr viel Geld verdient von Leuten, die denken, sie könnten damit Geld verdienen, haben dann ihr gesamtes Sparnisse verloren. Unfassbar gefährliche Technologie, wie ich finde, in der Hinsicht. Muss man aufpassen. Jetzt gerade befinden sich auch die Kryptowährungen, vor allem Bitcoin, auf einer ziemlichen Talfahrt oder Achterbahnfahrt, mal hoch, mal runter. Das ist halt eben dadurch, dass es eben keine gedeckte Währung ist, kann man halt eben das hervorragend als ein Spekulationsobjekt auch gebrauchen. Das ist halt auch prinzipiell die Gefahr beim Metaverse. Es ist halt eine nette Vision. Ist halt die Frage, was draus wird. Ich meine, Tristan, als wir beide aufgewachsen sind, da war das Internet ja, glaube ich, auch noch so ein relativ unschuldiger, potenziell hoffnungsvoller Raum, wo ja auch gesagt wird, wenn alle erst das Internet haben, die Kriege der Welt werden sich erledigen, wir alle haben Zugriff auf Wissen und so weiter. Ich habe es noch wahrgenommen, als es gerade auf dem Weg dahin war, Alltag zu werden. Aber es war schon so, dass unser Vater sagen muss, okay, jetzt mache ich das Internet an, jetzt könnt ihr mal eben nicht telefonieren. Der klassische Modem-Sound hat angefangen und wir haben den Netscape-Navigator aufgemacht und ewig gebraucht, bis sich irgendeine Textseite aufgebaut hat. Ich weiß gar nicht mehr, was mein Vater da im Internet gemacht hat. Ich habe dann halt irgendwelche Foren entdeckt und ICQ und mich ausgetauscht am Anfang in den ersten Tagen. Aber jetzt ist es halt nicht mehr weg, also schon lange nicht mehr wegzudenken. Deswegen gibt es die Online-Geist jetzt auch schon seit 6-7 Jahren. Seit 2016, sagen wir 2022. Man kann die Rechnung selbst anstellen. Ja, lang genug auf jeden Fall. Und es kommen immer wieder neue Dinge dazu, die dieses Internet nutzen, die es besser machen, schlechter machen, die mit Vorsicht zu genießen sind. Und das Metaverse alleine finde ich an sich keine schlechte Idee. Aber es werden halt immer Leute ankommen, wie auch die ganzen Crypto-Bros und Leute, die NFTs ausnutzen, um da was halt den eigenen Vorteil draus zu ziehen, andere übers Ohr zu hauen. Geht es nach Mark Zuckerberg, soll Metaverse hauptsächlich eine Arbeitsumgebung sein.
Genau, das ist nämlich dann der Ansatz, der vor allem auch von Meta als Unternehmen verfolgt wird. Also ein sogenanntes Augmented Reality Coworking wäre das dann. Da gibt es bei ehemals Facebook, inzwischen ja Meta, auch schon eine entsprechende Plattform, nennt sich Horizon Worlds. Das basiert auf der Nutzung der Oculus Rift Brillen. Also Oculus Rift ist ein Tochterunternehmen von Facebook seit einigen Jahren, ist ein Hersteller von VR-Brillen, also Virtual Reality Brillen. Die erste für den Heimgebrauch geeignete VR-Brille der Neuzeit. Und auch handwerklich sehr gut gemacht. Ja. Also ich habe sehr viel Gutes über das Unternehmen gehört. Dann wurde es eben von Facebook aufgekauft, gehört jetzt zum Unternehmen und wird natürlich auch aktiv genutzt. Also als Oculus-Besitzer, also als so ein Brillenbesitzer, kann man eben schon in so diesen ersten Versionen von Horizon Worlds unterwegs sein. Und momentan sieht es halt wirklich eher noch aus wie so ein bisschen billige Videospielanimation. Also es ist nicht unbedingt jetzt so derart gut gemacht, wie man es jetzt bei Filmen zum Beispiel kennt, sei es jetzt eben Matrix, Ready Player One etc. Ja, also es ist nicht fotorealistisch, definitiv nicht. Vor allem, da es ja auch kein Spiel sein soll, keine und auch keine Erholung an solches, sondern halt Arbeitsumgebung. Also es gibt schöne Werbevideos von Meta über das Metaverse, wie sie ihre Brille aufsetzen und dann zu Hause im heimischen Arbeitszimmer plötzlich im Großraumbüro sind, alle Kollegen laufen über den Weg, du kannst mal spontan mit Leuten sprechen. Wie es ja eigentlich in einem Massive Multiplayer Online-Rollen Spiel, zum Beispiel wie World of Warcraft auch wäre, nur halt nicht, wir gehen gemeinsam los, Leute klatschen, sondern wir haben erstmal eben Meeting über die neuen Quartalszahlen. Wobei es das ja bei World of Warcraft stellenweise auch gibt. Ich meine, wenn man einen Raid vorbereitet, also stimmt, einen Angriff auf eine gegnerische Basis, da gibt es ja auch Planungsbesprechungen und alles weitere. Also die grundlegenden Konzepte mit einem anderen Ansatz natürlich, aber diese grundlegenden Konzepte, man trifft sich, man tauscht sich aus, man konnte ja auch in World of Warcraft schon in den 2000ern relativ früh also auch teilweise Berufe erlernen, Fähigkeiten sich antrainieren. Ja, also aber das war eben für das Spiel. Wenn du in Unternehmen arbeitest und im Metaverse die Leuten triffst, musst du keine Punkte auf, keine Ahnung, Kundenzufriedenheit skillen. Du kannst es nicht, das hast du vorhin in der Ausbildung mitbekommen. Genau, und das ist halt der große Unterschied. Das Metaverse soll eben eine realitätsnahe Simulation sein. Alles andere sind halt eben größtenteils Spiele, wobei da aber auch die Ähnlichkeit, mein Spiel, Realität, Stichwort Gamification, nähert sich auch an vielen Stellen stärker mit an, aber eben gerade direkt, hast du einen guten Kunden am Land gezogen, zack, kriegst du ein Level-Up vom Chef blendiert. Kann passieren. Je höher dein Level, desto höher dein Gehalt. Mal gucken, wo es hingeht. Aber eben gerade als diese Arbeitsumgebung, da nimmt das Metaverse zum Beispiel auch schon bekannte Konzepte mit auf, von vor allem AR und VR, also Augmented Reality und Virtual Reality. Da sind wir dann auch schon bei bekannten Beispielen. Typisches AR-Beispiel, das ist ja auch 2016 extrem gehypt gewesen. Unsere Folge Nummer 3 der Online-Geister hat sich ja auch darum gedreht. Pokémon Go? Genau. Ja. Und das ist also so eine klassische AR-Anwendung. Ich glaube, die bekannteste, die man kennt, dass man halt eben einfach das Handy nimmt, reale Welt abfilmen kann und dort tummeln sich dann stellenweise die Pokémon, die dann auch, habe ich gehört, seit eigenen Updates auch richtig auf Tische und sowas richtig draufspringen können. Also es gibt sogar eine Umgebungswahrnehmung bei der Technologie. Das ist cool. Ich habe noch was ganz früher gesehen, da musste dann irgendwo ein QR-Code liegen auf einem Tisch und halt das QR-Codes konnte dann die Kamera den Winkel erkennen und hat dann da entsprechenden Gegenstand oder auch Pokémon drauf platziert. Und in solche Bereiche, das ist jetzt ja auch wieder eine Spielumsetzung, aber das war häufig so gewesen, auch zum Beispiel Computer sind ja vor allem über Spiele erstmal auch populär geworden bei den Zielgruppen. Das ist auch bei vielen, vielen anderen Sachen so. Auch VR-Brillen waren ja vor allem erstmal als Spiele-Headsets mitgedacht. Ist zwar immer noch ziemlich in der Nische momentan, das ist jetzt kein Massenmarkt. Es ist einfach ein großer Aufwand, sowas zuzulegen. Ja, man muss einen eigenen Raum dafür einrichten. Technisch gewaltiger Aufwand. Das geht inzwischen tatsächlich eigentlich. Ich glaube, der Hauptsache ist, es gibt keine wirklich guten Spiele dafür. Es gibt ein paar wenige, die Spaß machen und das war's. Nicht so wie 100 wie für Xbox und PlayStation oder PC. Und um die richtigen Spiele gut ausnutzen zu können, um dich bewegen zu können, brauchst du halt wirklich den Raum, ein großes Wohnzimmer, wo du auf und ab gehen kannst, mit den Armen wedeln kannst und so weiter. Und das hat nicht jeder. Das ist halt ein großer Aufwand. Und deswegen ist eben die Arbeitsanwendung besser. Du sitzt an deinem Schreibtisch, setzt deine Brille auf und hast dann einfach alles vor dir, was du für deine Arbeit brauchst. Wer sich aber auf jeden Fall mit AR und VR auskennt, das ist der liebe Holger Erbe von der HSB-Akademie. Im benachbarten Leipzig sitzen die und die haben zum Beispiel auch einen eigenen Kurs, eine Ausbildung zum AR-VR-Manager. Und das ist eigentlich auch so eigentlich der Job, der dann später als, ich weiß nicht, Systemadministrator im Metaverse wahrscheinlich tätig sein wird. Aber dazu haben wir Holger nochmal befragt. Ein sehr spannendes Konzept momentan ist ja das Metaverse und das wird ja vielfach gerne einfach nur als eine glorifizierte virtuelle Realität, also einfach nur als ein etwas
überbordendere VR-Anwendung gesehen. Wir haben jetzt ja Holger im Gespräch und ihr bietet ja unter anderem auch mit dem AR-VR-Manager eine eigene Weiterbildung an, die sich mit den virtuellen Realitäten auseinandersetzt. Was ist überhaupt erstmal der Unterschied zwischen vielleicht VR, Metaverse, womit beschäftigt sich der ganze Spaß eigentlich? Ja, also man muss erstmal grundsätzlich unterscheiden in das Augmented Reality und das Virtual Reality. Das Augmented ist ja das, was viele auch machen mit dem Handy zum Beispiel, wo man sich Dinge anschauen kann, wo es auch schon auf Zeitschriften so QR-Codes gibt, die man dann betätigen kann. Und dann kommt man in ein Programm und sieht zum Beispiel das Produkt in 3D auf dem Handy. Also das ist schon etwas, was sehr weit verbreitet ist. Das Virtual Reality ist, dass ich also wirklich mit so einer Datenmaske ins Internet gehe und dann quasi selber in dieser Anwendung bin und die daraus auch steuere. Das ist erstmal halt die zwei Hauptpunkte, die da drin sind. Ansonsten ist es natürlich ein sehr dynamisches Thema geworden. Also ich habe gerade heute von einem Mitarbeiter, also externen Mitarbeiter von uns, eine Info bekommen, der zum Beispiel seine Galerie virtuell macht. Das heißt, er hat mich eingeladen, mit einem Link seine Bilder virtuell anzuschauen. Das heißt, ich kann dann mit so einer Datenbrille, also das kann man übers Handy machen, reingehen in seine Galerie und schaue mir dann in aller Ruhe die Bilder an. Also das ist schon sehr, sehr toll, was das da gibt. Und das ist ja auch das, was gerne mit Metaverse oder Metaversum auf Deutsch umschrieben wird, dass man halt eben diese virtuelle Realität hat. Sei das jetzt im dystopischen Bereich als Filmbeispiel die Matrix oder in anderen Bereichen sowas wie Ready Player One. Da wird ja gerne der Vergleich mit angestellt, dass das ja mehr oder weniger eine filmische Umsetzung von einer möglichen Metaverse-Zukunft sein könnte. In welche Richtung sich das entwickelt, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Faktor. Aber ihr bei der HSB bietet ja dann quasi auch schon direkt Weiterbildungen an, um dann die Zukunft aktiv mitzugestalten. Was ist dann eigentlich überhaupt so ein Teil von so einer Ausbildung, gerade beim, wie gesagt, AR-VR-Bereich, was ja schon vielfach in dieses Metaverse mit reinreicht? Also was muss man da eigentlich können? Ja, ich denke mal, der erste Punkt ist natürlich, worum es auch in dem Kurs unter anderem geht, ist natürlich erstmal zu erfassen, was ist meine Zielgruppe. Und man muss auch bei dem ganzen Metaverse natürlich verstehen, dass es nur eine bestimmte Zielgruppe von Menschen, die bestimmte Bedürfnisse hat, abholen. Und die haben natürlich andere Bedürfnisse wie klassische Online-Marketing, affine Menschen, also der sich in dieses Metaverse oder in virtuelle Anwendungen bewegt, der hat natürlich ein anderes Nutzererlebnis haben, also der will anders abgeholt werden. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, wenn ich im virtuellen Bereich bin und dafür Anwendungen mache, dass die Anwendungen auch einen gewissen Fahrplan haben, den ich dann umsetzen muss. Also dass sich so Anwendungen zum Beispiel aufbauen, auch dass sie auch miteinander aktiv sind. Also da, das ist ein ganz anderer Anspruch an Technik, an Verständnis und gerade auch im Werbemarkt. Natürlich kann ich jetzt, wenn ich die Apothekenumschau rausschicke, wahrscheinlich nicht mit so einer Augmented-Anwendung agieren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein hippes Stadtmagazin habe, da habe ich eine ganz andere Zielgruppe, die dafür natürlich wieder affin ist. Ja, und darum dreht es auch im Kurs, also um erstmal das Verständnis, wie sind die Abläufe, wie sind die Grundlagen, was gibt es überhaupt für technische Möglichkeiten und vor allen Dingen, was erwartet meine Zielgruppe und wie kann ich meine Produkte, die ich dann in diesem Bereich an den Markt bringe, an die Zielgruppe auch anpassen, dass ich die dann am Ende auch treffe. Die ganzen Zukunftsmusiken, die da ja komponiert werden zu, sei das Metaverse, Web3, da gibt es ja momentan ein paar Schlagworte, lassen ja immer gerne auch den Aspekt Sicherheit außer Acht. Denn gerade wenn ich auch mit vielen, vielen Sensoren ausgestattet bin, sei das jetzt über ein Endgerät bei Augmented Reality, da ist ja das Smartphone heutzutage so das meistgenutzte Gerät dafür oder halt eben eine richtige VR-Brille. Da sind ja sehr viele zum Beispiel Lagesensoren, auch Kameras mit verbaut. Wie schaut das da eigentlich mit dem Aspekt der Sicherheit überhaupt aus? Also bin ich überhaupt noch in dem Sinne dann privat, wenn ich da im Metaverse unterwegs bin? Das ist generell schwierig zu beantworten, muss man ganz klar sagen, weil natürlich, das war ja auch das Problem bei der Google Glasses damals, dass natürlich ich total nachkontrollierbar bin. Das ist wie mit jedem Navigationssystem, wenn ich natürlich auf meinem Handy Google Maps starte, dann erfasst Google auch, wo ich unterwegs bin
und sonst könnte es mich ja gar nicht leiten. Ne? Das geht gar nicht an. Das muss ja immer eine Kommunikation sein zwischen dem Sender und Empfänger. Und das ist hier in der Welt natürlich ganz genauso. Die Frage ist eher nicht die Sicherheit, sondern eher die, ja gut, Sicherheit schon, wie ist das verschlüsselt am Ende? Also wie kriege ich die Daten so hin, dass sie also nicht für jeden zugreifbar sind oder klar sind? Ich denke mal, da hat sogar das ganze Thema auch mit dem Metaverse vielleicht sogar Vorteile, weil natürlich ich auch viel mich mit Avataren bewegen kann. Ob das dann rechtlich auch so funktioniert, das kann ich natürlich auch nicht beantworten, weil wir sehen es ja gerade bei Facebook, wo auch dieser Drang dazu ist, mit Klarnamen zu arbeiten, auch aus dem juristischen Sinn, da gab es ja ganz viel Druck, aber das weißt du wahrscheinlich viel besser noch, Christian, als ich. Und das wird im Metaverse nicht anders sein. Also es gibt ja die rechtlichen Dinge, die uns betreffen alles. Und es wird natürlich, denke ich mal, viel Wert drauf gelegt werden, wie Daten verschlüsselt werden, dass sie nicht sofort hackbar sind und dass sie nicht, dass man nicht sofort an die Klardaten rankommt. Das ist ein großes Thema, aber ich glaube, das ist plattformunabhängig. Also ob ich jetzt mich im Metaverse bewege oder auf Facebook oder Instagram oder woanders oder meine Google Maps starte, das ist, glaube ich, immer ein Problem und immer ein Thema. Und da wird es auch fürs Metaverse keine gesonderte Rechtsprechung geben, sondern das werden einfach die Gesetze sein, gerade auch DSGVO, die ja heute auch schon gültig sind und die werden da auch ja, mit reinwirken. Wie sich das vereinbaren lässt, da müssen natürlich andere eine Antwort finden, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich bin da ganz sicher, dass da auch eine gute Regelung für die Verbraucher dann am Ende rauskommt. Passenderweise gibt es ja bei euch an der HSB Academy ja sogar die Weiterbildung zum IT-Security-Manager. Also wäre das ja vielleicht gleich eine gute Kombination zu sagen, gut, ich mache einmal den AR-VR und dann gleich auch den Sicherheitsbereich mit dazu. Denn offensichtlich sind das ja Themen, die auf jeden Fall sehr viele Leute umtreiben, also gerade auch in der aktuellen Zeit. Wir befinden uns ja auch, Stichwort Cybersicherheit, Datensicherheit, in Bereichen, wo ja den, glaube ich, Menschen immer bewusster wird, wie wichtig es eigentlich ist, wer ihre Informationen hat, wer die verarbeitet, was auch damit passiert. Und da seid ihr selbst auch ziemlich stark mit aktiv in dem Bereich. Ja, also der IT-Security-Manager ist ein Kurs, der halt wirklich auch ein Einstiegskurs in dieses Sicherheitsthema ist, um erstmal wirklich bewusst zu machen, was gibt es denn überhaupt für Sicherheitsrisiken, also wo liegen die überhaupt? Und das ist ja gerade auch im kleinen mittelständischen Bereich ein ganz großes Thema. Die großen Firmen haben ja alle eigene IT-Abteilungen, aber so ein mittelständisches Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, die wissen das nicht. Ne? Also die haben da meistens überhaupt keinen Plan, was überhaupt für Bedrohungsszenarien existieren. Und das ist natürlich ein Thema, was ich aus meiner Sicht auch sehr wichtig finde, überhaupt zu sensibilisieren in diesem Thema. Ja, sicherlich kann man kein hundertprozentiges Sicherheit gibt es eh nie, das ist ganz klar, weil es ja immer so ein Hase-und-Igel-Thema ist, zwischen Hackern und zwischen Sicherheitsentwicklern. Und aber erstmal zu sensibilisieren, dass ich halt vielleicht über eine E-Mail reinkomme mit einem ZIP-Anhang, vielleicht nicht unbedingt öffne, wenn ich ein Kontaktfeld habe, wie ich das vielleicht absichern kann, dass es nicht dahinter eingehackt wird. Also das sind natürlich schon Dinge, die sehr wichtig sind. Und dafür ist natürlich der IT-Security-Manager ein super Einstieg. Ne? Und wenn man den hat, kann man dann auch in die nächsten Ebenen gehen und halt dann auch die Zertifikate im Sicherheitsbereich holen. Genau, und da bietet ihr ja auch unter anderem jetzt am 9. September, da findet ja das Mitteldeutsche Barcamp wieder statt. Und da seid ihr auch einer der Hauptunterstützer. Und ich habe auch gehört, dass ihr euch auch selbst aktiv dann mit beteiligen werdet. Und da soll ja dann auch nochmal so ein Schwerpunkt auch auf den Punkt Sicherheit gelegt werden. Also, dass wir dann auch, ich hoffe ja, am Ende kompetenter aussagen können, wie wir mit neuen Technologien umgehen können, aber was man vielleicht auch lassen sollte oder wie man zumindest sensibilisiert an ein Thema herangeht. Ich denke, erstmal freue mich sehr aufs Barcamp, ne? Muss ich ganz klar sagen. Also wir sind ja schon seit ein paar Jahren jetzt dabei und finden das eine tolle Idee. Und auch das Thema finde ich ungeheuer wichtig dieses Jahr, da zum Thema IT-Security, weil die Sensibilisierung und der Fokus sehr wichtig ist, weil es auch immer mehr Anwendungen werden, mit denen ich arbeite.
Also ich arbeite in sozialen Netzwerken, ich arbeite über E-Mail, über Internet, jetzt kommen noch die virtuellen Welten dazu. Also das sind ja unterschiedliche Bereiche auch und die alle dasselbe Problem haben. Wie mache ich mich nicht angreifbar und was kann ich nutzen, um eine Grundsicherheit festzulegen? Und ich kann nur alle einladen, auch ich habe auch gesehen, wer so alles als Speaker kommt, das zum Barcamp zu gehen und das einfach zu genießen. Es ist eine super Atmosphäre da im Hauptbahnhof in Halle und ein ganz nettes Team. Und ja, man kann da ungeheuer viel Wissen mitnehmen und einen wunderschönen Nachmittag haben. Und auch vor allen Dingen, man kann auch nachfragen dort bei den Experten vor Ort. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Und wer Holger und die HSB-Akademie, wer uns die Online-Geister live treffen möchte, der kann ich auch empfehlen, am 9.9.2022 das Mitteldeutsche Barcamp im Hauptbahnhof in Halle. Tickets gibt es überall, unter anderem auf der Webseite vom Barcamp selbst. Und Holger, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das waren ein paar interessante Einblicke und ich würde sagen, alles Weitere dann gerne vertiefen beim Barcamp, beziehungsweise liebe Hörer natürlich als Feedback an uns info@onlinegeister.com beziehungsweise sonstige Kontaktmöglichkeiten, alles auf der Webseite. Holger, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Christian, vielen Dank auch von meiner Seite und wir sehen uns beim Barcamp. Ja, vielen Dank, Holger, auch von mir. Und bevor wir uns über andere, noch weitere Metaversen unterhalten, um das Fediverse, kommt ein ganz früher Vertreter einer virtuellen Realität, hauptsächlich bekannt durch das Musikvideo von Take On Me von Aha. Das war ein Aha mit Take On Me, im Musikvideo einer der frühesten Fantasien über eine virtuelle Realität, in die man entflieht, um die große Liebe zu finden. Wird das auch im Metaverse passieren, Christian? Kann, muss nicht. Dafür ist halt eben das Problem, es ist noch alles am Anfang. Momentan ist das Metaverse größtenteils ein Konzept. Wenn wir jetzt hier aktiv drüber reden, heißt es nur, dass wir halt über nette Ideen sprechen. Die sind noch an vielen Stellen nicht wirklich umgesetzt. Was aber bereits umgesetzt ist, ist eine Alternative zu Metaverse. Das ist immer gut. Ja, das sogenannte Fediverse. Kurz für Federated Universe, also ein quasi Föderationsuniversum. Da werden sich die Star Trek-Fans freuen. Ein Bund, ja. Also eine Federation als eben ein Zusammenschluss von einzelnen sogenannten Instanzen. Ein sehr bekanntes Beispiel, über das wir auch schon, ich glaube 2017 berichtet hatten, das war Mastodon gewesen. Ja, genau. Das als Twitter-Alternative, genau. Aber viele einzelne Mikroblogs, die alle über Mastodon laufen. Genau. Von der Logik ist Mastodon einfach nur eine Software, die halt eben jeder sich installieren kann und über die Software kann man halt eben auch sich miteinander verknüpfen. Eine einzelne Installation, das könnte zum Beispiel eine Schule machen für interne Kommunikation, das könnte ein Unternehmen machen, das könnte sonst wer machen. Das sind dann sogenannte Instanzen und die sind halt eben möglich miteinander zu verknüpfen. Das kann man auch komplett separat für sich halten, aber der Sinn besteht eigentlich darin, die halt untereinander zu verknüpfen. Das wäre dann eine sogenannte Federation. Und das sogenannte Fediverse ist dann eben die Gesamtheit dieser ganzen vielen Federated Services. Also hier hätte ich mein Universum mit den ganzen Spielen, wo zum Erholen des Spaß haben. Hier hätte ich mein Multiversum mit meinen ganzen Arbeitsplätzen, Ordnern und Kollegen etc. Genau, also wir bei meinem Unternehmen, der Seminaren zum Beispiel auch unseren Campus in diesem Fediverse mit dabei. Das ist dann quasi die Office-Anbindung an der Stelle. Also wir sind quasi die Office-Föderation und wir könnten uns auch mit der Mastodon-Föderation zusammentun, was auch möglich ist. Also die Verknüpfungen, Schnittstellen, technische Schnittstellen gibt es. Dass wir halt prinzipiell, das ist natürlich immer ein bisschen technisches Wissen vorausgesetzt bei sowas, dass wir halt eben diese beiden Dienste, also zum Beispiel unsere Office-Anwendung, die wir da im Startup mit haben, dass wir die halt eben von der Seminar Campus zu einer Mastodon-Instanz verknüpfen. Von Mastodon zum Beispiel zu PeerTube wiederum. Dass man also über die einzelnen Dienste auch miteinander in Kontakt treten kann. PeerTube, ist das quasi das YouTube im Fediverse? Ja, das läuft dann über Peer-to-Peer-Verbindungen. Also halt eben auf jedem Rechner ist da so ein bisschen Rechenleistung verteilt. Also nicht kein dedizierter Server, wo alles drauf gespeichert ist, sondern die Brüder behalten die Daten da und schicken sie halt rüber, wenn die jemand sehen will. Und im Gegensatz zum Metaverse, wie es vermutlich werden dürfte, vor allem wenn halt eben Meta, Facebook also und Co. da mit aktiv sind, das dürfte wahrscheinlich nämlich eine zentralisierte Variante werden, ist das Fediverse bereits jetzt schon vor allem dezentral, so wie ja eigentlich das Internet vom Grundgedanken her auch ein dezentrales Netz ist. Sodass halt eben, wie zum Beispiel bei Mastodon, wenn ein einzelner Knoten ausfällt, dass halt eben das Gesamtkonstrukt trotzdem noch funktioniert. Es ist mir zum Beispiel so gegangen, als wir damals über Mastodon berichtet hatten bei den Online-Geistern, habe ich mir bei mastodon.at einen Account besorgt,
Blöderweise ist halt die Instanz nach verschiedenen Jahren eingestellt worden, aber ich habe den Account auch kaum benutzt und habe mich jetzt Anfang des Jahres dann einfach bei Mastodon.social, wo quasi der Mama-Account so der größte ist, einfach nochmal mit angemeldet. Es gibt auch die Möglichkeit, bevor sowas offline geht, dass man quasi seinen Account, sein Konto exportieren kann und bei so einer anderen Instanz importieren kann. Also man verliert nicht seine Follower, man verliert nicht seine Bilder, seine Beiträge und sowas, sondern nimmt die quasi mit. Von der Logik, wie bei Social Media zum Beispiel, also würde ich sagen, Facebook keinen Bock mehr, ich gehe jetzt zu Twitter, nehme halt mein Konto quasi gleich mit und alle Abonnenten, wenn diese Dienste verknüpft wären, was sie ja nicht sind. Nee. Aber das geht beim Fediverse halt. Fediverse ist das Ziel, alle Dienste sind verknüpft, also wenn, keine Ahnung, ein Aspekt davon von Elon Musk gekauft wird, kann ich da einfach abhauen und meine Follower mitnehmen. Genau, oder halt eben sonstige Inhalte. Also es gibt diese Exportfunktionsmöglichkeit und das ist halt eben die Idee beim Fediverse, dass es halt eben ein offener Standard ist, wo man halt alle Inhalte übernehmen kann. Also man kann prinzipiell auch beispielsweise bei Mastodon, wenn man sagt, ich habe da ganz, ganz viele Fotos hochgeladen und vielleicht auch ein paar Beiträge, die kann ich dann da exportieren und zum Beispiel bei unserem Der Seminar Campus importieren und hätte es dann als eine Bildergalerie bei uns in der Office-Vorlage okay. Beispielsweise. Aber ist das dann auch VR oder AR? Ist da Sachen davon, weil Mastodon an sich ist ja auch stinknormales Text. Ist ja Text auf dem Bildschirm. Da steigst du ja nirgendwo ein, um mit jemandem direkt zu sprechen. Momentan ist das Fediverse erstmal nur Software. Es gibt zwar auch schon so ein paar VRAR-Anwendungen, aber das Fediverse existiert ja bereits, also einfach schon als praktisch gelebtes Konzept. Mhm. Es wird halt gerne in so einem Kontext mit dem Metaverse genannt, weil auch schon die Namen natürlich ähnlich sind. Fediverse, Metaverse. Ja. Wird sich wahrscheinlich auch in so eine Richtung noch mit entwickeln, aber es hat eben der, ich sag mal, Open Source Ansatz. Okay, aber will aber auch eine Komplettlösung sein mit den einzelnen Programmen, die darin sind im Fediverse. Es will vor allem eine Alternative sein zu diesen ganzen zentralisierten Lösungen. Okay. Also, dass eben Fediverse als kannst du dir selbst installieren, kannst du selbst verwenden, bau dir da was Eigenes draus und mach was und nicht lock dich bei irgendeinem großen Konzern ein. Aber dann eben auch mit der Möglichkeit, hier ziehen alle ihre VR-Brille auf und gehen gemeinsam auf ein Konzert. Perspektivisch, ja, es fehlen momentan noch so die großen Vertreter und Beispiele für so einen VR-Bereich. Dürfte auch kommen, weil das ist auch wieder der große Vorteil. Jeder kann ja im Fediverse auch was Eigenes bauen und dann halt eben ergänzen. Also er kann halt auch. Und dann aber auch ohne groß zu fragen, sie in einem mit verknüpfen. Kann man einfach hingehen und sagen, hier, ich habe jetzt hier meine eigene Plattform, die das und das kann, mit der Verknüpfung zu Mastodon. Bums. Ja, das würde gehen. Und Mastodon kann nicht sagen, nee, mit euch will ich nichts zu tun haben? Mastodon ist ja kein Unternehmen, das ist ja eben nur eine Software. Es gibt ja nicht das Mastodon wie jetzt das okay. Twitter als ein Konzern oder sowas. Das hat man hier, das ist ja eben dezentral. Ich meine nur, es hat jemand, irgendwann muss ja mehr programmiert haben. Das war, ist ja keine Gemeinschaftsarbeit also, ja, von allen Leuten im Internet. Aber diese Software. Der hat es quasi programmiert, rausgegeben, fertig, bitteschön. Genau, deswegen ja Open Source. Okay, es gibt normalerweise Entwicklergemeinschaften, die sich zwar um so Sachen kümmern. Da kann es natürlich auch prinzipiell zu zwischenmenschlichen Problemen kommen, weil Menschen einfach zusammenarbeiten. Ja. Aber die Software an sich ist halt immer gedacht als Open Source, jeder darf dann machen, was er will. Genau. Okay. Nee, das ist nur nochmal klar zu machen, um das halt als wirkt es für mich wieder, ist es vermutlich auch wirklich nur, der Hauptunterschied zum Metaverse, wo halt das Unternehmen Meta von Facebook mit Mark Zuckerberg dahinter steht, die alle Steuern kontrollieren wollen, das ist ihr Ding, nutzt alles Metaverse. Genau, das ist momentan auch diese große Angst bei vielen Leuten, dass es halt eben genauso werden wird, wie halt eben auch bei Social Media, dass es halt eben so viele geschlossene Ökosysteme einfach sind. Denn Facebook kann nicht mit Twitter, Twitter kann nicht mit TikTok und hin und her, weil halt einfach, es sind eben geschlossene Standards, es gibt keine Schnittstellen untereinander und da wird halt eben dieses Fediverse jetzt auch schon, auch zum Beispiel in Social Media Bereichen eine Alternative darstellen und halt eben es offen gestalten und offen halten und eben als auch ja Runner-up an der Stelle beim gedachten Metaverse, also das Fediverse kann sich auch ins Metaverse erweitern anstelle, weil ja auch das Metaverse erstmal, es ist ja nur eine Idee, es ist nur ein Konzept. Ja. Genau wie das Fediverse ja erstmal nur eine Sammlung von verschiedenen Anwendungen ist, also dahin geht ja auch eher ein Konzept. So viel also nochmal zum abschließend zum Fediverse, der benutzerfreundlichen Alternative zu den ganzen konzerngelenkten Dinge, die unter anderem vom Facebook kommen, die alle irgendwie zum Metaverse werden wollen. Damit sind wir am Ende der Sendung angelangt, einfach vom Thema erstmal angelangt. No. Shownotes, Infografiken und auch aktuelle Entwicklungen zum Thema der Sendung monatlich auch in unserem exklusiven 2-Minuten-Briefing. Infos unter onlinegeister.com/newsletter. Und sehr viele Informationen zur heutigen Sendung haben wir auch von der Webseite metaverse-tools.de bezogen. Insofern
Vielen Dank dafür. Gerne mal vorbeischauen. Freies Wissen wird im Internet bleiben, auch wenn das Metaverse übernimmt. Alle Songs, die wir nicht im Internet frei veröffentlichen dürfen, aus der Radiofolge landen in der Spotify-Playlist. Guckt da gerne mal nach. Und ein Hinweis speziell für unsere Podcast-Hörer. Online-Geister wird in Zusammenarbeit mit Radio Kurax unter einer Creative Commons CC BY ND-Lizenz online veröffentlicht. Also liebt es, teilt es. Seid kreativ damit, aber bitte informiert uns vorher kurz. Damit verabschieden wir uns vom Thema, kommen gleich zu den Hausmeistereien, aber zuerst noch eine musikalische Neuentdeckung von mir, Joa Sobi mit Monster.